Freunde, können wir weiter Map-Vorstellung? Es ist die 56. Ja, bei der letzten Map-Vorstellung habe ich mich ein bisschen leicht verquatscht. Jetzt habe ich die 45. aber ich wollte einfach sagen, die 55. Ja, heute ist die Campaign of Franke dann. Ich würde sagen, wir schauen mal uns rein und sehen uns an der Anker. Also, bis gleich, meine Freunde.
Ja, hier an der Enker. Ich muss ehrlich sagen, die Map an sich ist schön. Es ist klein gehalten. Aber ihr habt ja sicher schon ein paar Mal auf die Karte gesch Ich bin ein paar Mal auf die Karte gegangen und bis ab und zu habt ihr das gesehen. Rundum das Ding. Ich denke mal, da wird noch was mehr geben. Da wird die Map bisschen größer werden. Noch. Dass vielleicht noch eine weitere Version kommt. Und ja, ihr habt ja gesehen, die X und das ist recht groß. Ich denke, vielleicht kommt eine größere. Aber ich würde einfach eins bitten. Wenn er wirklich die Map größer macht, bitte nun diese billigen 2D-Plastikbäume weg, dann. Und er setzt es dann zu bessern. Aber sonst an sich ist die Map schön. Cool für einen Einzelspieler, schön klein. Ja, bei der BGA, glaube ich. Oder bei Getreide war es, glaube ich. Dort hat man ja das auch gesehen. Das war das Problem. Die Einfahrt. Also ein paar kleine Einfahrten nerven. Ein bisschen. Aber sonst sind die größte Teil der. Ja, größte Teil der Felder eigentlich immer mehr unter 100. Es hat schon ein paar einzelne Maps, also ein paar einzelne Felder, die ein bisschen teurer sind, aber sonst an sich gut. Gut gehalten. Passt eigentlich perfekt von der Dinge, von der Masse, also von der Landschaft her. Sonst an sich schön gehalten. Auch der Viehhändler, ja, ein paar Sachen, aber sonst ist sie eigentlich gar nicht schlecht. Ja, schön klein, sonst eigentlich die Begrenzung auch einigermaßen gut gelöst. Bisschen nervig mit den Xen, aber sonst gut gelöst. Ja, sonst schreibt ihr mal rein in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, also da würde ich wieder sagen, das war's schon wieder mit dieser Map-Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr die Map findet. Ja, und ja. Sonst lasst bitte auf den fetten Daumen nach oben da, wie gesagt. Abonniert mich, wenn du noch nicht mich abonniert hast. Wenn du mich abonniert hast, aktiviert die Glocke. Das würde dir mega helfen. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram. Ist mein Titel mit über den Abonnier-Button verlinkt. Was haben wir noch? Ja, auf meinem zweiten Kanal, auf Simulator.lp, das ist auch verlinkt. Ne, auch da, dort. Und sonst schaut, dass ich sonst mehr Videos gemacht habe. Und ciao, Leute!